Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mountain Blade 2 Bannerlord. Mit meiner bereits vierten Staffel und der jetzt 45. Folge, immer noch am 4.2.23 in der Vorproduktion. Bevor es aber losgeht, gibt's wie immer ein herzliches Dankeschön und zwar diesmal an den Marco Bachmann. Der Marco hat nämlich am 6.6.22 das öffentlich sichtbare Abo bei mir hinterlassen. Herzlichen Dank dafür, du warst Nummer 837. Der Marco verschwindet jetzt aber wieder und ich befinde mich jetzt eigentlich noch dabei zu schmieden, aber es kam eine Nachricht rein, meine Lieben. Und zwar sollen wir 350 Tribut erhalten, im gesamten Königreich verteilt auf alle Vasallen, was ich echt lausig wenig finde. Aber dafür gibt es dann Frieden mit dem westlichen Imperium. Ich würde sagen, why not? Ich könnte versuchen dagegen zu stimmen mit 150, wäre aber nicht ausreichend. Lucan höchstpersönlich, der Kaiser, ist dagegen. Penton hat es wohl vorgeschlagen, okay. Deswegen, ich würde sagen, ich enthalte mich einfach. Damit kommen unsere Vasallen auch wieder frei. Wunderbar. Und damit hat sich das erledigt, das Thema. Und man könnte sich dann jetzt vielleicht wieder auf andere Ziele konzentrieren. Denn die Kusaiten sind mit dem südlichen Imperium im Krieg. Wo wir ja auch noch eine fette, fette Rechnung offen haben. Obwohl sie uns 1070 Tribut am Tag zahlen. Schauen wir mal. Ich könnte sogar vorschlagen, aber ich hätte nur Unterstützung. Gibt's irgendwo... Ah, mit Vlandia gibt's eine Unterstützung. Aha. Aber die sind uns auch krass überlegen im Moment. Und die sind mit Sturge ja gleichzeitig im Krieg. Okay. Sturge wiederum von der Stärke. Stark unterlegen. Wir zusammen könnten aber den Vlandianer ordentlich eins reinwürgen. Problem ist nur, ich bräuchte dafür noch mehr Einflusspunkte. Weil ich will ja nicht nur den Krieg triggern. Ich hätte schon gerne, also wäre mir ganz lieb, ehrlich gesagt, wenn ich auch, Einflusspunkte für eine Armee hätte. Aber wir würden damit Tribut einsparen. Das wäre in meinem Fall, ich glaube, 114. Ja, das ist der einzige Staat, wo wir Tribut zahlen müssen. Das wäre 114 Tribut, was ich zahlen müsste, was ich dann nicht mehr zahlen müsste. So rum. Okay, zum Schmieden. Es ist mittlerweile wirklich so, ihr habt es schon ein paar Mal geschrieben. Ich war aber erstmal fest der Überzeugung, dass es nicht so ist. Sorry dafür. Es ist doch so, wenn ich einschmelze und schmiede, die Rezeptteile, die ich lerne, sind immer erstmal alle auf Level 1. Und erst wenn ich alle auf Level 1 gelernt habe, kriege ich Level 2 dazu. Ich habe nämlich noch nirgendwo Level 2. Auch nicht bei anderen Sachen. Wait! Doch! Es besteht also doch noch die geringe Wahrscheinlichkeit, dass man ein höheres Level bekommt. Zwar eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich, okay. Ja, guck mal hier, hier auch. Level 4. Aha. Er hat mir auch geschrieben, mit Zweihandwaffen kriegt man schön Geld dran. Ja, das weiß ich. Aber ihr seht es, auch bei Zweihandwaffen habe ich noch nicht viel gelernt. Ne? Beziehungsweise ist es mir jetzt ehrlich gesagt auch langsam Wumpe. Ich muss erstmal skillen ohne Ende. Und deswegen schmelze ich jetzt die Dinger hier eigentlich gerade noch hergestellt habe, um die Materialien rauszubekommen und um zu skillen. Denn die bringen nur 124 das Stück. Und das Einschmelzen selbst gilt auch. Und vor allem, ich selber habe bei dem Perk gelernt, dass das Einschmelzen deutlich mehr Wahrscheinlichkeit gibt für neue Teile. Und er muss sowieso noch leveln, hier unser Garn. Mein Hilfsschmied, der er werden soll. So. Kannst du noch ein bisschen Kohle herstellen? Nee, ohne mehr. Na gut. Also, soviel zum Thema Geld. Hat sich erledigt. Und jetzt haben wir auch gerade keinen aktuellen Krieg. Heißt also für mich, wir kümmern uns endlich mal um Missionen. Und da möchte ich schon gerne mal mit unserer Stadt anfangen. Handwerker können ihre Produkte nicht verkaufen. Das heißt, ich würde es mir da mit ihm hier verscherzen. Was ich aber okay finde. Und noch besser fände ich sogar, wenn ich hier die kriminelle Ordnung mal neu sortiere. Deswegen gehe ich jetzt erstmal hier rein. Wo kommst du denn her, Junge? Warum bist du nicht gleich mit mir gelaufen? So, Garn. Dass das bei ihm nicht geht, verstehe ich nicht. Dann muss ich extra zur Taverne latschen. Moment. Betreten wir die Taverne lieber direkt. So, warte mal. Hier ist Garn. Ja, haben wir auch jemanden
anderen, da. Nahe der Rote. Wen haben wir noch hier? Da drüben. Hier ist Bittersud. Bittersud. Warum kann ich ihm jetzt nicht sagen, dass er die anderen suchen soll? Hä? Ich will, dass ihr auch die anderen holt. Lösegeldvermittler, nee. Bin ich jetzt blöde? Ist oben noch jemand? Hier bin ich angezeigt. Sag mal, das war doch mal machbar. Warte mal. Garn. Nein, hier Garn. So. Ah, hier. Ach so, ich muss erst zur Taverne und ihm dann sagen, dass er von dort aus jetzt unsere Gefährten suchen soll. Das werde ich tun. Dann eile, mein Freund, eile. Die anderen? Folgt ihr mir jetzt so, oder? Ja, aber Garn? Ja, Garn auch. Okay, dann kommt mal mit, Jungs. Ich hätte aber gedacht, dass er jetzt auch die anderen holt. Ja, hat ja wunderbar funktioniert, Jungs. Achso, doch da. Da ist Bittersud, da kommt Garn. Und den Rest holst du jetzt hoffentlich auch noch. Denn wir haben hier zwei rote Marker. Ein Platz hier. Und was ist das? Zeig dir mir gerade nicht an. Ein Kai da. Gehen wir mal den Kai verprügeln, den einzigartig. Nein, natürlich nicht. Aber den Kai halt. Ich will nämlich mal gucken, was passiert, wenn ich die regelmäßig da bekämpfe und ob dann die Kriminalität hier generell verschwindet. Also, dass die Honoratioren verschwinden. Oder aber, ob die versuchen, einen Putsch zu starten. Und was es auch bringt für die Stadt selber von den Werten her, würde ich auch gerne wissen. Meine Zivilkleidung ist immer noch nicht so der Oberhammer, ja. Ich glaube, wir müssen echt mal ein bisschen zu Fuß unterwegs sein, oder Jungs? Ich laufe ja schon schneller als ihr. Und ich skille keine Athletik. So, hier geht das lang. Hier stehen sie auch schon, die Jungs, ha? Ja, ja. Ach, sind nur zwei? Wie denn? Was wollt ihr? Nur auf der Durchreise, was ist hier los? Wohlan, wenn ihr es um mich wissen wollt, wir kümmern uns um meine aufrichtigen Leute hier. Passen auf, dass niemand ihre Läden verwüstet. Und wenn sie uns zum Dank dafür ein oder zwei Münzen überlassen, nun, wer könnte sich daran wohl schon stören? Außerdem nehmen wir einmal an, jemand möchte Waren kaufen, aber nicht die Steuern zahlen. Wir könnten so einer Person weiterhelfen. Außerdem, wir helfen denen, die in Schwierigkeiten stecken. Geben ihnen einen Beutel mit Silber, damit sie sich über Wasser halten können. Natürlich verlangen wir dafür einen gewissen Zins. Du weißt schon, dass du gerade mit dem Lehnsherren hier sprichst, oder? Und noch was. Wir nehmen Befehle von Gavalon Eisenschädel entgegen und von niemandem sonst. Und jetzt verschwindet! Nein. Es läuft ja folgendermaßen. Das hier ist unser Gebiet. Wir unterstehen Gavalon Eisenschädel. Und er ist so wie der König hier. Wenn ihr also keinen guten Grund habt, hier zu sein, dann verschwindet. Von jemandem wie euch lasse ich mich nicht herumkommandieren. Ein loses Mundwerk, was? Auf ihn, Jungs! So, hat das jetzt was gebracht? Gute Frage, nächste bitte. Oh, jetzt passiert was. Aha, Verhältnis verschlechtert. Zu den anderen aber gesteigert. Er hat einige Banditenmitglieder aus einem Gebiet vertrieben, das sie für sich beanspruchen wollten. Beanspruchen. Wollt ihr hierbleiben und sicherstellen, dass die anderen nicht versuchen, es sich zurückzuholen? Ja. Es ist meine Stadt. Also werde ich hier auch herrschen. Moment. Ihr seht, wie sich in einiger Entfernung ein paar finster aussehende Männer zusammenrotten. Ihr vermutet, dass sie auf Verstärkung warten und sich Mut für einen Kampf machen. Ihr wartet, dass sie näher kommen. Oh, warte mal, wir können's gehen. Wer was? Unser Bittersud hat Athletik geskillt. Ja klar, wir sind doch gerade durch die Stadt gerannt. Persönlich
Überredungschance oder alternativ Kondition bei Herstellung um 50% schneller. Ah, wäre das doch erst bloß Garn. Gut, überreden wird er niemals eigentlich. Kondition bei der Herstellung. Vielleicht werde ich ihn doch irgendwann mal als zweiten Hilfsschmied nehmen, weiß ich noch nicht. Jetzt gehen wir erstmal dahin und sagen, dass der sich hier gerne uns anschließen darf. Und wir sehen keinen Moralabzug mehr aufgrund des Perks. Sehr fein. Wir warten weiter. Und es kommen Waren hier rein. Sehr schön. Hölle kriege ich ja auch noch, fällt mir ein, ne? Okay. Wahrscheinlich schwankt das deshalb immer so krass. Wenn ich jetzt hier sehe 1121, aber dann auf einmal 1200 bekomme, dass da halt die Zölle zusätzlich kommen. Gavalon Eisenschädel. Was haben wir denn hier? Mir kam zu Ohren, dass ihr ein paar meiner Jungs verprügelt habt. Ihr seid also zäher, als ihr aussieht. Aber ich versichere euch, ich habe noch viele weitere Pfeile im Köcher. Verschwindet! Jetzt sofort! Dann lasse ich euch am Leben. Bleibt ihr aber, steht euch ein Kampf bevor, den ihr nicht überleben werdet. Fahrt fort, ich bin bereit für mehr. Jungs, hört ihr mich? Macht sie nieder! Die Bande kommt auf euch zu, aber sehr langsam. Ihr habt also noch Zeit, den Rückzug anzutreten. Wollt ihr euch ihnen stellen? Natürlich. Ich meine... Er schickt mir 5 Männer. Ich hab eine Armee. Okay, kein Thema. Kriegen wir hin. So, Nadine. Ich darf sogar mal reiten. Ich bin ja entzückt. Männer. Schildwall. Ja, auch Schildwall. Moment, die kommen ja schon hier. Halt. Moment. So. Dann 2 und 3 hierhin. Ich strecke jetzt mal ab. Und alle mal Charge. Ich glaube, wir haben 2 verloren. Ja. Bogenschützen? Nee, geübte Infanteristen. Okay. Also, das Ding hätte ich safe gewonnen, weil selbst wenn die jetzt hier umgekippt wären, hätten wir ja eigentlich Verstärkungswellen kriegen müssen, oder? Oh, man kriegt sogar... Okay. Wir kriegen sogar Schmugglerware. Schön. Habe ich nichts dagegen? Ihr habt die Schläger besiegt, die die Gasse bewacht haben. Ja, zu Eisenschädel verschlechtert, ist aber okay. Dafür habe ich wiederum zu den anderen verbessert. Ja. Definitiv. Ja. Thoros die Spinne. Ah, das ist der andere Bandenanführer. Mist. Und jetzt sehen wir doch aber hier schon mal einen vehementen Unterschied. Ja, er hasst mich jetzt mehr oder weniger. Er liebt mich. Er mag mich schon mehr als vorher. Okay. Hat das jetzt einen Einfluss auf die Sicherheit und auf die Treue? Gute Frage, nächste bitte. Präsenz plus 5, ja, weil ich gerade hier anwesend bin. Aufspießen? Was ist aufspießend? Moment. Efi? Vogt? Nein. Was ist aufspießen, liebe Efi? Kannst du mir das sagen? Moment. Oder ist es von mir? Ja, weil ich gerade anwesend bin, wa? Das wird von mir sein. Moment, wir gehen mal. Nee, falsche Taste. Lehen, Epikrotär, Sicherheit. Nee, aufspießen ist immer noch drin. Hä? Wieso? Sicherheit sinkt übrigens, das ist schlecht. Legendärer Meisterschütze. Das ist, glaube ich, von mir. Dass die Bogenschützen, die in der Garnison sind, mehr Sicherheit bringen. Ja, das ist von mir. Und zwar in den von mir regierten Städten irgendwie so in dem Dreh, ne? Oder die mir anvertrauten Städte.
Nee, also ich glaube, das hat jetzt keinen Einfluss. Das Einzige, was wir jetzt geschafft haben, ist halt diese Beziehungsveränderung hier. Die ich ehrlich gesagt okay finde, wenn ich mich halt mit einem immer nur verscherze, aber dafür bei allen anderen aufsteige, ist das okay. Bei einer von fünf, ne? Der kann drunter leiden und dann, also einer von fünf findet Mobbing nicht cool, ne? Okay, würde ich sagen. Habe ich hier eigentlich noch Jungs? Nee. Oh, wir könnten jemanden aufleveln. Sehr gerne. Legionäre hatte ich noch ein bisschen zu wenig, genau. Nein, nicht verwerfen. Ach, Mann. Fertig. So. Okay. Das können wir eigentlich nochmal machen, wie ich finde. Ach, nee. Können wir nicht. Weil das da ist ja jetzt von dem anderen, oder? Jetzt haben wir Platz und nehmen... Ach so, jetzt muss ich mal gucken, wem was gehört. Ach ja, okay. Also Eisenschädel, den wollen wir besiegen. Oder verärgern, wie auch immer. Und mich dafür bei den anderen beliebt machen, damit ich halt auch mit der Rekrutierung leichter vorankomme. Jetzt sagt nicht, das geht hier nicht durch. Jetzt. Hier auch nicht? Okay, ich gehe erstmal zur Taverne. So, Garn. Ja, versammelt alle meine Gefährten und kommt dann zu mir. Bis später. So, wo ist jetzt der Platz? Das ist Nebenstraße, 61 Meter. Gehe ich erstmal da gucken. Der Kerzenmacher steht hier. Der Request hat. Saiten? Stimmt, ich habe Kusaiten in der Garnison. Da muss ich noch ein bisschen durchsortieren und aufräumen. Hier ist der Platz. Jetzt sind zwei Hanse, sie kriegen alleine hin. Schläger. So, die Story kennen wir schon. Das ist Zoro, die Spinne. Alles okay. Mit euch will ich nicht. Dann der andere. Ah, guck mal, Garn ist hier. Da fehlt doch aber noch einer mindestens. Oh, hat aber nicht geschafft. Muss ich zur Brauerei latschen jetzt wahrscheinlich. Boah. Geht's da durch? Fragezeichen. Ach, hier ist ja sogar der Zoro. Nee, geht hier nicht durch. Oh Gottes Willen, wie komme ich denn jetzt da hin? Naja, so lernen wir wenigstens mal unsere eigene Stadt kennen. Warum nicht? Fahren kannst nicht, wie ich finde. Und dann wahrscheinlich hier irgendwo links rein, ne? Ja, ja, da geht's rein. Gut. Ach ja. Was war das noch schön, als man mit Pferden durch die Stadt reiten durfte? Ich glaube immer noch, dass es verbuggt ist, weil ich habe ja zivil ausgerüstet ein Pferd. Und wir hatten ja gerade bei dem Kampf gesehen, dass ich auf einmal ein Pferd bekommen habe. Sturia, oder? Ja, Barriga. Wenn jetzt hier keine Seitengasse kommt, habe ich ein Problem. Okay, ich muss weiterlatschen. Wo ist Garn eigentlich schon wieder, der alte Lahmarsch? Geht doch. Ah ja, okay. Da sind sie. Okay. Oder? Ist hier noch niemanden? Ah, hier. Das sind schon vier. Okay, Garn. Könnte gleich witzig werden. So, was wollt ihr? So, ja, Eisenschädel, genau. Ich lasse mich nicht rumkommandieren. Auf sie mit Gebrüll. Genau. Sehr groß so. Denkst du? Garn ist umgekippt. Uncool. Da ist was abgefallen. Okay. Nein! Scheiß Mama! Die Mauer muss weg! So. Ah, konnte ich nicht rechtzeitig blocken. Okay. Jetzt ist aber bloß noch einer. Jut. Nur den. Alles klar. Ja, wir wollen uns stellen. Hey, warum war ich jetzt hier nicht auf 30% geschossen? Es war ein Kampf. Mann. Oh, wir haben wieder ein Turnier hier. Ja, wenigstens heile ich jetzt noch ein bisschen hoch.
Wieder dasselbe Spielchen? Wir stellen uns. Natürlich. Jetzt hat er schon 8 geholt. Es wird also mehr. Okay. Einer, Jungs. Ich reiz sie mal um. Na, was willst du, Freundchen? Aus Maul? Ja? Ach, Bruder, jetzt hat mitgekämpft, der ist umgekippt. Okay. Null Verluste, wunderbar. Eieieiei. Samt Gewürze, Säbel. Damaszenerstahl einfach. Alter, okay. Meins. Fahrt fort. Na, das sieht doch langsam gut aus. Ich würde sagen, noch maximal 2 Mal. Damit können wir bei allen alles rekrutieren. Auch wenn es meiste davon Rekruten sind. Aber wenn du lange noch nicht rekrutierst, wissen wir ja, kriegst du sie. Außerdem, da muss man noch ein bisschen unterscheiden. Ne? Andere Clans oder andere Leute haben ja gegenüber unseren Honoratioren ein anderes Ansehen. Das heißt, wenn die hier vorne immer die ersten 3 oder 4 Slots nur mit Rekruten wegsnacken, stehen mir trotzdem Platz 5 und 6 zur Verfügung, wenn ich mehr Ansehen habe als die. Das ist natürlich dann mein Vorteil. Sodass ich halt gewährleisten kann, immer wieder frische Rekruten ranzubekommen, die vielleicht auch schon teilweise ein bisschen höherlevelig sind, weil sie lange nicht wegrekrutiert werden. Ja. Als das, was hier vorne immer bloß dumme Rekruten sind. Also, nichts gegen Rekruten. Auf dem basiert ja meine ganze Armee. Aber trotzdem. So, aber ich denke, wir machen erstmal Turnier, nachdem ich hier noch kurz gewartet habe. Ausdauer hat sich jetzt, ja, Tatsache. Das ist natürlich was Feines. Dass die Aktion mir auch hilft, die Ausdauer wieder aufzufüllen. So, alles eingeschmolzen und wieder neue Sachen gelernt. Da könnte ich jetzt sogar nochmal ein bisschen Kohle produzieren. So. Okay, einige Zeit hier warten, bis es Tag ist. Dann würde ich mich kurz am Turnier teilnehmen. So, Arena. Rangliste. Ah, du Heilige. Beitreten, was gibt's? Bronze-Schulterplatten mit Heilschuss. Das sind die von den Equests, glaube ich. Die wir ja auch schon mal eine Zeit lang getragen haben. Oh, doch nicht. Level 3, na mal schauen. Ich bin gleich in der ersten Runde dran, alles klar. Ein Duell. Kriegen wir hin. Wenn ich nicht volle Lebenspunkte habe, aber ich denke, ist es Garn? Nein. So. War ich ein bisschen zu langsam zugeschlagen, okay. Aber Sieg ist Sieg. Immer wenn ich die Schulterplatten von Wolf sehe, die er jetzt trägt, muss ich an Warhammer 40k denken. Die Orks. Die haben auch so eine ähnliche Schulterplatten. Ah, das war eigentlich ein schöner Schlag, aber der kam zu langsam. So, wer kommt da jetzt wieder? So eine Schwester, ja? Brüder, nee, so. Macht das auch nicht besser. So. Na, gut besucht hier, wa? Warum kriege ich eigentlich keine Eintrittsgelder ab? Oder Steuern davon? Kriege ich wahrscheinlich, aber es wird nicht extra aufgelistet. Hallöchen! Na, geh weg da! Och, mein einer Duty im Weg. Oder Schwester in dem Fall. Das ist übrigens Garn. Entschuldigung, Garn. Doch, er zuckt nur mit der Schulter. Ist okay, ne? Hm, ich bin's gewohnt, Chef. Herrlich. So, Finale schon gegen die Schwester. Die hat sich gut geschlagen. Eigentlich sind die ganz cool als Einheit, ne? Zumal die auch wirklich berittene Armbrustschützen sind dann. Die können schon echt fies agieren auf dem Schlachtfeld dann in größerer Truppe. Also wenn du da so 50 berittene Armbrustschützen in den Rücken des Feindes stellst, ist die Infanterie mal schnell down. So, ich selbst habe Athletik geskillt. Das Gewicht meiner Rüstung wird um 15% reduziert. Das wiederum hilft ja auch meinem Pferd, schneller zu reiten. Fußtruppen von Rang 3 an aufwärts in eurer Formation erhalten 4% mehr Bewegungsgeschwindigkeit. Ja, haben wir als Reiter. Zu Fuß wird eure Waffen... Nee, habe ich nicht. Habe ich auch nicht. Nee, dann nehme ich das hier um. Okay.
Ich glaube, ich würde noch mal einen Tag hier warten wollen, tatsächlich, wegen Heilung. Der Wundarzt muss ja auch mal gehen. 1200, sehr schön, da kommt Geld rein. Jetzt warten wir wieder auf den Sonnenaufgang und dann würde ich mich wieder um so einen Kai oder Seitenstraße kümmern von diesen Eisenschädel. Minus 16, plus 38, plus 6, plus 9, plus 10. Aber es ist natürlich die Frage, ob er hier dann irgendwie die Macht ergreift, wenn ich Pech habe, ne? Unterstützer von Dolentos und hier Unterstützer von Argoron. Aha. Dolentos? Pistoris? Vatatzes? Was haltet ihr mal davon, wenn ihr mich unterstützen würdet? Ich bin euer Lehnsherr. Für einen Freund? Ich würde dich gut finden. Ich weiß auch gar nicht, was es bedeutet, dass die Unterstützer von den jeweiligen sind. Okay, 90%. Damit können wir wieder ein paar Banditen umhauen. Ich habe wieder falsch gedrückt. Ach, Mann. Moment. Entschuldigung. Wir wollten zur Taverne. Nee, das ist die Arena, Robin. Du willst zur Taverne. Merkst dir endlich. So. Garn. Hol mal die Gefährten. Falls einer von denen hier sein sollte, was so aussieht. Ja, das ist wieder Bittersud. Soll er mich erstmal den Bittersud holen? Genau. Noch jemand? Ja, nein, vielleicht? Aber blöd, dass er nur jetzt die Leute hier holt, ne? Ja, war das so? In dem vorigen Update, dass er die dann aus der gesamten Stadt raussammelt. Dass dann wirklich alle Gefährten dabei sind. Sodass du dann hier mit, in unserem Fall, 4 Leuten stehst. Wo ist Garn? Wir gehen erstmal... Oh! Oh! Er hat keinen Spot mehr. Was ist das da? Haus von Istiana. Wait a minute, das ist jetzt schon sichtbar? Ich habe doch noch nicht mal mit den Adligen... Nein. Jetzt gehört zur Story-Mission. Ich habe doch noch nicht mal mit den Adligen gequatscht mit einem. Dann weiß ich ja schon, wo ich hin muss später. Epikrotea. So, ihr seid ja hier von der Spinne, die Leute, ne? Steht's denn? Ja. Okay, nee, dann lasse ich euch in Ruhe. Alles klar. Hat sich das erledigt. Na gut, wir haben ein bisschen die Machtverhältnisse verschoben und jetzt mit der Rekrutierung kommen wir auch ein bisschen besser voran, denke ich. Jetzt denke ich mal, wäre es als nächster Schritt ganz gut, wenn wir uns um die Quests in den Dörfern kümmern. Und auch in den Städten, / Burgen. Obwohl, Burgen haben wir keine. So, was hast du? Landbesitzer braucht Arbeiter. Mit dir spreche ich mal. Let me introduce myself. Oh, bin ich laut, wenn ich mich vorstellen dürfte? Ja, bitte fahrt fort. Ich bin Sachanion. Mir gehört das Land hier. Ich spreche für die Leute aus diesem Dorf. Ihr habt meine Treue. Ich habe gehört, dass du eventuell Hilfe brauchen könntest. Ich besitze eine Mine in der Nähe. Normalerweise finde ich immer Freiwillige unter den Dorfbewohnern. Aber in letzter Zeit verlangen sie immer höhere Löhne. Na schön, sie sind arbeitslos, aber ich muss die Mine trotzdem betreiben. Vielleicht könnt ihr ja ein paar Gefangene auftreiben. Gefangene? Wollt ihr Verbrecher oder Kriegsgefangene? Es müssen Banditen oder andere Verbrecher sein, damit ich das rechtzeitig tun kann. Damit ich das rechtmäßig tun kann. Ich brauche mindestens 36 von ihnen. Aber wenn ihr mir mehr bringen könnt, nehme ich auch die gerne. Ich bin bereit, für jeden, der das 10-fache des Marktpreises zu zahlen. Was meint ihr? Ich werde es überschaffen. Definitiv. Auf jeden Fall. Wir gehen ins Verlies. Gefangene verwalten. Nee, nicht. Ach. Hab mich verklickt. Verwalten. Oh. Zack, 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 zack. Machen wir die 71 voll am besten, oder? Wenn ich das 10-fache bekomme, das heißt für den Plünderer, wo ich sonst 10er bekomme, müsste ich ja dann 100 bekommen. Fällt mir ein. Taverne? Nee, keiner da. Na gut. Und fangen wir gleich mal an mit denen hier. Ihr braucht ja nicht wegzulaufen. Hey! Mann. Sie haben immer zuvorkommen. Truppen entsenden. Ich habe nochmal die Befürchtung, dass ich dann sinnlos Truppen verliere. Okay, in dem Fall nicht.
85% der Beute, sehr gut. Achso, weil wir mehr Kavallerie hatten wahrscheinlich, wa? Ja. Alles klar. So, die ersten. Und wir können auch wieder aufleveln. Gut. Da wieder einer, sehr schön. Dann brauchen wir bloß noch einen berittenen Bogenschützen. Dann bin ich auf meinen Soll gekommen, endlich. Oh, hier und wieder ein bisschen was zum Verhökern, ne? Ich durch einschmelzen irgendwann. Nee, Timer, du hältst dich jetzt mal da raus. Ich meine, ich könnte natürlich auch dafür sorgen, dass das botanische Eisenerz in meiner Stadt landet. Weil die liefern das ja automatisch jetzt immer nach Seonon. Und rausrekrutieren könnte ich hier natürlich auch wieder, ne? Kaufen? Für 47. Kann ich für 108 Epikoteer verkaufen? Meins. Handelsgehen ist ja auch so ein Ding wieder, ne? Sehr langwierig, aber wenn man es macht und dann gut geht, ist das sehr lukrativ. Allein auch schon mit der Tatsache, dass man sich da mal von Städte kaufen kann. Ich habe vergessen übrigens, das Plünderzeug hier zu verkaufen. Damascener-Steuer wird schön aufgehoben. Hier Gewürze, Samt. Und dann hatte ich doch Eisenerz geholt. Wo ist es hin? Hier. Guck mal, einer schau. Na? So. Denn ich will ja auch noch Profit machen, ne? Guck mal hier. Für 2,4 eingekauft und... Achso, warte mal. Nee, Moment. Jetzt mache ich doch noch Verluste, wa? Warte mal. Hau erstmal nur das hier raus. Das nicht. So. Handel. Eisenerz. Achso, Mensch, ja, weil ich gerade nicht alles verkaufe. Ja, okay, ich muss erstmal wieder warten, bis der Bedarf steigt. Aber das wiederum müsste jetzt eigentlich auch meinen Profit aus der Schmiede steigern. Eigentlich. So, jagen wir die nächsten. Sechse werden aber schon gejagt, hier hinten sind 12. Ja, bleibt hier. So. Der Gäste ist, haltet ihr mich für dumm, ich traue euch ja kein Stück. Die wollen sich ergeben, wunderbar. Hier kriegen wir auch noch ein bisschen was. Und vor allem, diese Option ist auch sehr lukrativ für mich, weil ich jetzt dann nicht kämpfen muss. Das heißt, ich bin jetzt direkt wieder schnell genug. Und riskiere nicht noch jemanden zu verlieren. Andererseits natürlich, klar, kriege ich dann keine Auflevelungen hin von unseren Leuten. Seeräuber. Bin ich schnell genug, trotz Gefangener. Wartins Armee. Und da hinten sind gerade 28 Plünderer gewesen. Ergebt euch oder sterbt. Da mache ich mal lieber selbst, weil die haben fiese Speere. Die haben ganz fiese Speere. Da würde ich jetzt mit der Kavallerie drüber reiten wollen. Oder auch nicht. Wenn ich sehe, was wir jetzt hier für eine schöne Stelle haben. Ja, die kommen nämlich und werden euch niedergeschossen. Ach, da könnten wir eigentlich unsere berittenen Bogenschützen noch ein bisschen skillen lassen. Horsemen, Soldier, forward! Mal dahin. Ich hebe mal vorsichtig mein Schild, ich kenne mein Talent. Da kommen sie nämlich. Keine Reichweite? Nee. Jetzt? Ja, sie visieren langsam an. Da kommen die ersten Schüsse. Okay. Ich dachte schon, ich ziele schlecht. Ja, aber guckt euch das bitte mal an. Ja, das mag gerade absichtlich. Die sollen sich nämlich auf mich konzentrieren. Damit unsere Jungs in den Rücken schießen können. Sag mal, jetzt lass doch mal mein Pferd in Ruhe. Sehr gut. So, hast keine Speere mehr, wa? Nein. Wird auf den Fuß schießen.
Ey! Mist. Schwierig. Echt schwierig, so zu zielen. So, der letzte war meiner. Wunderbar. Oh, nur einer? Schade. Aber gut, wir haben wieder welche gefangen. Wo sind wir jetzt aber? 19. 36 wollte er haben. Oh! Ein Hostgal-Kettenhemd. Nice! Das könnte eventuell für jemanden nützlich sein. Nein, doch nicht. Na gut. Aber bringt ein bisschen Geld ein. Der Schild vielleicht noch. Nee, ist Level 2. Die Wurfdinger sind bloß Harpunen. Ah ja, okay. Na gut, liebe Leute, ich habe irgendwie total vergessen, dass der Timer schon zu Ende war. Ich würde sagen, das war's für heute. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und wenn ihr mehr sehen wollt, schaltet einfach morgen wieder rein. Ciao.